Na gut, das ist jetzt der wievielte Versuch, hier einigermaßen Fuß zu fassen? Ich glaube, es ist der vierte. Und ich vergesse jedes Mal vorher Licht zu zaubern. So, also, durchatmen, nicht stressen lassen. Einfach nur alles genauso machen wie vorher. Außer, dass man stirbt. Das sollten wir nicht unbedingt genauso machen wie vorher. Oh, wir haben da noch ein Blitzschwert. Hat das auch noch Ladung? Ah, das war der Dismantler. Der hat gar keine Ladung. Na gut. So, also Rüstung hätten wir schon mal an. Wir sind gnadenlos überladen. Das können wir aber ändern, indem wir den ganzen Krimskrams aussortieren. So, und das. Und ich lasse sogar mal die heiligen Steine da. Ja, solche Opfer bringe ich, damit wir nicht sterben. Das Fleisch kann auch alles hier bleiben. Wir haben noch eine Haxe dabei. So. Wir haben den Lightning Rod. Wir haben unsere Tränke. Wir haben hier alle unsere Kräuter. Und nehmen noch ein, zwei Flaschen mit. Weil wirklich viel Platz im Inventar brauchen wir ja gar nicht mehr. Ah doch, brauchen wir schon für die ganzen Einzelteile. Ah. Na gut, die können hier in den Beutel rein. Also, erstmal hätte ich gerne noch einen Geschwindigkeitstrank. Der Geschwindigkeitstrank war nicht so. Nicht so. Nicht so. Ist, gut, dass es nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Das ist Gegengift. Poignant. Was ist das? Poignant Potion. Vielleicht ein Gegenkrankheitszauber oder Trank. Wir haben ja ein Gegengift. Ich glaube, den mische ich einfach mal und guck, was passiert. Können wir dich werfen? Nein, können wir dich trinken? Oh. Es ist ein Gift. Schön. Gegengift. Alchemie ist doch was Tolles. So. Also wir können ein Gift herstellen. Können wir dich denn werfen? Ja, aber du gehst nicht kaputt. Hm. Na gut. Das Gift lassen wir... Oh, wir auf die Waffe klicken. Oder von hier aus? Nö. Komisches Ding. Na gut, ich wollte eigentlich den Geschwindigkeitstrank. Aber ich bin mir eigentlich sicher, ich bin jetzt fast jede Kombination durchgegangen. Also, nochmal für mein Langzeitgedächtnis. Milkreed und Blood Drop. Also Durchfall und Blut. Blutiger Durchfall ist Geschwindigkeitstrank. Den sollte ich auch noch brauen. So. Und dann hätten wir gerne noch einen Heiltrank. Jetzt speichere ich endlich mal ab, damit das Ganze nicht nochmal passiert. Ey, ja, K.O. K.O. trifft es richtig gut. Wir waren häufig genug K.O. Also, Schlüssel rein, Traumsequenz mal wieder wegklicken und dann ein, zwei Gegner umbringen und wieder abspeichern. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. So, und zwar bringen wir hier oben einen Mönch um. Ignorieren dann die Golems, weil die viel zu viel aushalten. Und springen in ein Loch rein, das schön am Rand ist. Oh, und vorher sollten wir noch schlafen, damit wir genug Energie haben, um möglichst viel, möglichst schnell Schaden zu machen. Gegen diese kleinen fliegenden Biester. Ah, ist der. So. Die Tür können wir hier nicht wieder zumachen. Aber ich schlafe einfach mal hier und wenn uns was trifft, können wir einfach die Treppe hochflitzen. Aber das schaut gut aus. So. Einmal am Rand lang und hopsen wir mal da runter. Genau in eine Sackgasse. Na, zapp. Hinterhältiges Viech. Wo ist dein Freund? Will er schon wieder den Weg abschneiden? Mann, 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 Mann. Komm.
einen ordentlichen Treffer. Stirb. Stirb, 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 stirb. So. Halt ran. Wir haben kein Schild in der Hand. Was soll denn das? Oh, der Stab klappte doch nicht so gut, wie ich dachte. So, Schild in die Hand. Schild in die Hand. So, dich auch noch. Also, drei von den Biestern haben wir erledigt. Was haben wir hier? Oh, Nozzle. Ich glaube, das war doch wichtig. Schon überladen. Und ich höre so ein Fliegeding. Das Tentakelbiest ist hier auch noch irgendwo. So, Geschwindigkeitstrank, Heiltrank, weg damit. Wir ziehen eh gleich neue Kräuter. 321 waren das gerade. Das ist doch mal ordentlich. So, also, vier Fliegedinger tot, ein Tentakelbiest. Fünf Fliegedinger tot. Wir sollten uns in einer Ecke halten, dass uns nichts in den Rücken fallen kann. Also da ist schon mal Ende. Ich höre ein neues Fliegeviech. Na komm. Sehr schön. Sechs Fliegeviecher. Ich wollte eigentlich abspeichern, wenn eins tot ist, oder? Na gut. Speichern. LP52 war das, glaube ich. So. Weiter auf der Suche nach Einzelteilen und einem blauen Kristall. Es gibt noch so einen Nozzle. Da wird es wohl doch nicht gebraucht werden. Weil ich glaube, die Teile, die wir für die Maschine brauchen, sind nur einmal vorhanden. Also das erste, was wir vorhin gefunden hatten, das gehört damit zu. So, sechs Fliegeviecher und zwei Tentakel. Hier haben wir unser Secret. Mit den ganzen Kräutern. Das kommt weg. Machen wir gleich mal wieder zwei neue Heilkräuter. Und ich sehe da hinten schon wieder so ein Fliegeviech antanzen. Die sind so verdammt Ah, hat mich gar nicht gesehen. Na gut. Jetzt hast du mich aber gesehen. Und ich komme hier nicht weg. Nein, nein, nein. Oh. Ja. Das Spiel traumatisiert einen richtig. Also im Vergleich zu den anderen Projekten, die ich so habe, ist das hier doch schon ziemlich hektisch. So, also. Wir waren dabei, Heilkräuter, Heiltränke zu bauen. Das und das und noch einen neuen Geschwindigkeitstrank. Blutiger Durchfall. So. Davon haben wir jetzt aber keine mehr. Na gut. Wo sind wir? Wir sind hier. Warum war das nicht angezeigt? Oh, dahinter geht's weiter. Das hier ist doch ein Secret-Raum. Okay. Kann man da was hinterwerfen? Nö. Aber schön, dass die Schweinshaxe ein metallisches Geräusch macht, wenn sie auftrifft. Ist denn vielleicht hier noch irgendwo ein Secret? Ich weiß gar nicht mehr, wie die versteckten Schalter hier aussahen. Also, außer der eine, der hier gerade war. Der ist ja recht auffällig. Aber es gab doch noch andere. Das ist von der Tür. Ist mir auch vorher gar nicht aufgefallen. Nee, hier ist nichts. Aber da ist ein Bereich. Gut, das behalten wir im Auge. Weiter im Text. Ein Metallrahmen. Kein Text. Wir hatten vorhin ein Erz gefunden. Wo war das? Zahnrad? Wir brauchen ein Zahnrad, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob wir das brauchten. T.
Teleporter. Ich glaube, der führt nach oben. Das wollen wir auch noch nicht. Wir wollen erstmal... Oh oh. Wir wollten eigentlich erstmal einen blauen Kristall finden. Aber ich laufe hier irgendwie nur im Kreis und finde nichts Neues. Vielleicht gibt es hier unten auch gar keinen. Gucken wir doch nochmal da hinten in die Ecke. Was ist das eigentlich für ein Lumpending? Achso, nur ein Lumpenumhang. Gut. Sechs Fliegeviecher und drei Tentakel. Ein Rohr. Steht auch nichts bei. Hier ist die Rückseite vom Teleporter und... okay. Ein Knopf, der einfach nur die Tür zum Teleporter wieder zumacht von der anderen Seite. Oh, und ein kleines Zahnrad. Hier steht aber nirgendwo was drunter. Ich war mir ziemlich sicher, dass fast überall was drunter stand, als wir nicht im Toro-Modus gespielt haben. Gut, was machst du? Du machst irgendwas, was wir nicht sehen und nicht hören können. Sowas mache ich gar nicht. Deswegen drücken wir dich gleich nochmal, um dich wieder zu deaktivieren, damit wir nicht später wissen, wann wir was gedrückt haben. Also da ist ein Knopf, den markiere ich mal. Knopf, Fragezeichen. Also, weil wir nicht wissen, was er macht. Und ist hier das Erz? Nö, hier waren die drei Fackeln. Aber dann ist hier das Erz. Schöne Sache. Hätten wir wenigstens das schon mal. So, wo könnte sich jetzt noch ein blauer Kristall verstecken? Hinter der Tür oder da... bei dem Fliegeding. Na, wo kommst du her? Garstiges Ding. Ich höre dich ganz laut. Bist du allein? Ah, ich hab den Heiltrank getrunken. Und ich habe natürlich nicht wieder abgespeichert. Sondern erst. Hier haben wir das Erz noch nicht und wir haben noch nicht das andere Ding gefunden. Ich schlafe jetzt einfach. Und wenn wir angegriffen werden, dann werden wir halt angegriffen. Das ist jetzt Traumsequenz Nummer 2. Ja, hier unten ist ganz viel Schrott. Das haben wir schon mitbekommen, bevor wir hier viermal von dir zugetextet wurden. Denn das liegt hier überall auf dem Boden. Ich geh weg, du. Ist jetzt ein Mexican Standoff oder was? Ich weiß nicht mehr. So. Jetzt, aber, ne? Wie viele Heilkräuter haben wir? 5. Davon trinke ich jetzt gleich mal einen Trank, einfach so. Machen neue Tränke. So. Gut. Haben wir hier in dem Speicherstand schon das Secret gefunden? Nicht so aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo das... Da kommt schon wieder das Fliegeviech. Haben wir das Schild in der Hand? Ja, haben wir. So, tot. Da liegt der leere Stab. Hier haben wir das Erz. Gut. Und wir können uns gar nicht mehr bewegen. Gut, den Nozzle lassen wir hier. Und dann gehen wir jetzt mal zum Teleporter und springen einfach nach oben. Wenn uns nicht ein Tentakelding im Weg steht. Also mein Plan ist jetzt wieder nach oben zu springen und ganz weit weg zu laufen. Und da einfach zu schlafen.
Dann gehen wir in die obere Etage, also die eine Etage über der hier. Bringen einen Gegner um, speichern ab. Bringen einen Gegner um, speichern ab. So lange, bis wir da oben uns einigermaßen bewegen können. So, wo sind wir? Wir sind recht weit oben. Hier sind die ganzen Metallgolems. Das ist nicht gut. So, ab nach oben. Und schlafen. Oh. Ja, das Ende hat es in sich. Wie jetzt? Noch ein Traum? Jetzt haben wir den Traum mit dem Schrott zwei Etagen über dem Schrottplatz bekommen. Ist ja auch kurios. Na gut. So. Zu Ende geschlafen. Abspeichern. Und nächste Folge kommen wir hoffentlich einigermaßen voran. Dass jetzt wegen dem einen Secret und den zwei Treasures das so noch so haarig wird, hätte ich echt nicht gedacht. Aber na gut. Wir sehen uns gleich wieder.